Also ich habe einen relativ langen Weg gemacht. Also ich habe schon in Deutschland gespielt, damals in der dritten Liga beim HSV Amateure und bin von da aus nach Bratislava gewechselt und ja, das Angebot stand, nach Freiburg zu wechseln und da habe ich direkt das Angebot angenommen, in die Bundesliga. Also für mich, Bundesliga ist ein Traum. Das gehört halt nun mal dazu zu dem Beruf, dass man in der Öffentlichkeit steht, dass über einen geschrieben wird, dass man natürlich manchmal erkannt wird, manchmal ist es vielleicht ein bisschen angenehmer, manchmal nicht. Wobei man auch sagen muss, dass in Freiburg sehr angenehm ist und sehr ruhig, weil es ja nicht eine Fußballmetropole ist, würde ich sagen. Ich glaube, der Rudi, unser Pressesprecher, ich glaube, der ist teilweise bekannter als wir Spieler. Was? Ich hoffe nicht, das wäre nicht gut. Ich persönlich bin schon immer Dortmund-Fan und von dem her kannst du dir ja vorstellen, dass ich den Dortmundern eher die Daumen drücke in der Meisterschaft. Ja. Ist eine relativ gute Mannschaft, Robben, Ribéry, die ganzen Stars sind da. Aber ja, wie gesagt, muss nicht sein. Ich höre gerne Musik, das ist halt so meine Leidenschaft und ja, das ist das. Ich höre Hip-Hop, House, R&B und da gibt es halt viele, viele Interpreten. Und ja, ich höre gerne, wie auch immer, Michael Jackson gehört zu den Klassikern und ja, das höre ich gern. Ja, bei mir ist so, ich mache sonst auch gerne Sport, ich spiele gerne Tischtennis, Tennis. Im Sommer Beachvolleyball und bin da sonst auch sehr aktiv und ja, ich habe ganz normale Hobbys wie jeder andere auch. Ich gehe auch mal gerne ins Kino, ich bin da ja, ziemlich offen für vieles. Also ich kann es so beschreiben, das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl, aber ich kann dir halt nur den Rat geben, dich halt selber so weit anzustrengen und deinen Traum zu leben und das Gefühl dann selber zu erleben, wenn du im Stadion stehst. Also leb deinen Traum. Man bekommt auch ein bisschen Gänsehaut, wenn man dann rausläuft und wenn die Fans dann schreien oder einen anfeuern am Anfang, dann läuft noch die Musik und dann spielt man ja gegen große Spieler oder sehr bekannte Spieler und dann ist es schon ein bisschen Gänsehaut auch. Also bei mir ist das ganz klar die Lasagne von meiner Mutter. Ja, bei mir ist es eine afrikanische Küche, das heißt Fufu, auch von meiner Mutter. Was Fufu? Was ist, ja. Magst du mal sagen, was es ist? Also es ist so ein, kann man sich vorstellen wie Grieß mit einer Soße und ja, schmeckt halt sehr, sehr gut, wenn es von Mama ist. Also wir haben natürlich mal unterschiedliche Meinungen, aber das gehört dazu und dann sagt man die einem deutlich. Und das gehört aber dazu. Ich denke, das gibt es ja in der Familie zu Hause auch und so ist es bei uns auch. Wir sind ja auch wie eine Familie und da kann man sich die Meinung dann schon mal sagen. Du scheinst doch eine Frage zum Streit zu haben. Aber gegen Hoffenheim gab es doch und gegen Nürnberg hat Schuster und Sissé doch wegen Elferstreit gehabt. Ja, da hatten die eine Diskussion, da hast du gut aufgepasst. Genau, weil die beide einen Elfmeter schießen wollen. Das ist ja gut, weil beide ein Tor schießen wollen. Und dann hat sich jeweils der Papist den Ball genommen und der hat den Ball dann auch reingeschossen. Und danach war dann alles gut, da war der Julian dann glücklich und der Papist auch.